Moin Leute und willkommen zum ersten Teil meines Theorie-Crash-Kurses für die Gitarre. Ich bin Ole und heute geht es um die Grundlage für alles, nämlich wo sind eigentlich die Töne auf der Gitarre, wie heißen sie alle und wie kann man sich das Ganze merken? Viel Spaß! Fangen wir von ganz vorne an. Welche Töne gibt es überhaupt? Es gibt die Töne A, B, C, D, E, F und G. Wir müssen jetzt nur im deutschsprachigen Raum ein bisschen aufpassen, denn der Ton B wird hier als H bezeichnet. Ich bleibe aber lieber beim B, so habe ich das gelernt und würde ich jetzt anfangen, das B als H zu bezeichnen, würde ich nur durcheinander kommen. Also auch für alle, die eigentlich den Ton H kennen, in diesem Video wird der Ton H als B bezeichnet. Okay, schauen wir uns jetzt mal an, wo wir diese Töne auf der Gitarre finden. Dafür starten wir jetzt mal auf der A-Seite im dritten Bund, da haben wir den Ton C. Wenn wir von Ton C jetzt aus einen Bund weitergehen, dann kommen wir noch nicht auf dem Ton D an, was ja aus dem Alphabet her die logische Reihenfolge wäre, sondern hier haben wir den Ton Cis. C, Cis. Man kann das Cis auch als erhöhtes C bezeichnen. Um diesen Ton bezeichnen zu können, brauchen wir aber ein Vorzeichen, ein sogenanntes Kreuz. Sieht aus eigentlich wie ein Hashtag, aber wird als Kreuz bezeichnet. Das heißt, wir erhöhen das C um einen Halbton. Dadurch kriegt das C ein Kreuzvorzeichen und wir landen auf dem Ton Cis. Wenn wir vom Ton Cis aus jetzt einen Halbton höher gehen, beziehungsweise einen Bund weiter, dann landen wir auf dem Ton D. Also, ein Bund auf der Gitarre entspricht einem Halbtonschritt. Ein Halbtonschritt bedeutet zum Beispiel bei C, wir brauchen ein Vorzeichen, um das C um einen Halbton zu erhöhen. Wenn wir zwei Halbtöne weitergehen, was auch zwei Bünden auf der Gitarre entspricht, kann man das auch als einen Ganzton zusammenfassen. Also ist der Ton D von C aus ein Ganzton oder auch zwei Bünde entfernt. Nochmal. C, ein Bund weiter oder auch ein Halbton weiter, Cis, noch ein Halbton weiter, D. Oder auch von C zwei Bünde weiter oder auch ein Ganzton ist D. Wenn wir jetzt vom D aus einen Halbton weitergehen, beziehungsweise einen Bund auf der Gitarre, dann landen wir auf dem Ton Dis. Das ist quasi wie bei C zu Cis, das erhöhte D. D bekommt ein Kreuzvorzeichen und wird zum erhöhten D das Dis. Wenn wir jetzt weitergehen, wieder ein Bund, dann kommt das E. Also, nochmal, C, ein Halbton weiter, Cis, ein Halbton weiter, D, ein Halbton weiter, Dis, ein Halbton weiter, E. Oder auch C, ein Ganzton weiter zu D, ein Ganzton weiter zu E. Und nun wird es etwas anders, denn zwischen E und F gibt es keinen Zwischenton. Es gibt also kein erhöhtes E in dem Sinne. Das heißt, von dem E, wenn wir einen Halbton oder auch einen Bund weitergehen, landen wir direkt auf dem F. Um von C auf D zu kommen und von D auf E, brauchen wir jeweils einen Ganztonschritt, also zwei Bünde auf der Gitarre. Von E zu F brauchen wir aber nur einen Halbtonschritt. Nehmen wir hier mal das Klavier als Beispiel. Hier ist der Ton C. Daneben auf der schwarzen Taste das Cis, also das erhöhte C. Daneben wieder auf der weißen Taste das D. Daneben das erhöhte D, das Dis. Daneben auf der weißen Taste wieder das E. Und vom E geht es direkt auf das F. Dass zwischen E und F nur ein Halbtonschritt ist, das haben alle Musikinstrumente gemeinsam. Auf der Gitarre entspricht das einem Bundunterschied. Also nochmal, was wir bis jetzt haben, zusammengefasst.
Wir haben hier den Ton C. Einen Ganztonschritt weiter haben wir den Ton D. Zwischen diesen beiden Tönen liegt das erhöhte C oder auch Cis genannt. Von D, was wir hier auf der A-Seite im fünften Bund haben, zu E haben wir auch wieder einen Ganztonschritt. Oder auch zwei Halbtonschritte. Dazwischen liegt wieder das erhöhte D, also Dis. Zwischen E und F liegt jetzt aber nur ein Halbtonschritt, was auf der Gitarre einem Bund entspricht. Denselben Sprung haben wir auch vom Ton B zu C. Das ist auch nur ein Halbtonschritt, also ein Bund auf der Gitarre. Gucken wir uns aber gleich nochmal genau an. Gehen wir jetzt erstmal weiter im Programm. Wir sind auf dem F gelandet und nach dem F kommt das erhöhte F, nämlich das Fis. Nach dem Fis landen wir auf dem G. Nach dem G kommt das erhöhte G, also Gis. Und jetzt sind wir am Ende des musikalischen Alphabets angekommen. Das heißt, wir starten wieder von vorne. Nach Gis kommt also der erste Buchstabe, nämlich das A. Nach dem A kommt das A Is, das erhöhte A. Danach kommt das B. Und wie wir schon wissen, kommt nach dem B, nach einem Halbtonschritt, wieder der Ton C. Nur dass dieses C jetzt eine Oktave höher ist als das, auf dem wir gestartet sind. Und nochmal kurz zur Erinnerung, der Ton B wird im deutschsprachigen Raum auch als H bezeichnet, also da nicht durcheinander kommen. Insgesamt haben wir jetzt 12 Töne gespielt, die zusammen die sogenannte chromatische Tonleiter bilden. Es ist egal, wo wir auf der Gitarre anfangen, wenn wir Bund für Bund spielen, landen wir immer wieder bei dieser chromatischen Tonleiter. Nehmen wir zum Beispiel mal die offene D-Seite, die übrigens ihren Namen durch den Ton D bekommt. Im ersten Bund haben wir das erhöhte D, Dis, gefolgt von E. E zu F brauchen wir nur einen Halbtonschritt. Dann kommt das Fis, das G, das Gis, A, A Is, B. Auch hier wieder nur einen Halbtonschritt zu C, Cis und im 12. Bund D, beziehungsweise die Oktave von D. Übrigens haben alle Lernseiten im 12. Bund die Oktave. Von da aus geht es wieder von vorne los. Zum Beispiel G, Oktave von G, B, B, E und E. Wollen wir jetzt von diesem E zum Beispiel abwärts spielen, dann können wir uns auch an der chromatischen Tonleiter orientieren, müssen diese nur rückwärts lesen. Also haben wir E, Dis, D, Cis, C und so weiter. Wir wissen jetzt schon, dass ein Kreuzvorzeichen einen Ton erhöht. Beim Abwärtsspielen jedoch verringern wir den Ton. Das heißt, wir brauchen ein zweites Vorzeichen. Ein Vorzeichen, was den Ton verringert. Dieses Vorzeichen heißt B. Wenn wir jetzt also beim Abwärtsspielen den Ton E um einen Halbtonschritt, also einen Bund, verringern, wird es auch S genannt. Ein E mit einem B-Vorzeichen. Von dem S gehen wir dann weiter zum D. Nochmal abwärts geht es zum Des, ein D mit einem B-Vorzeichen. Und dann landen wir beim C. Zwischen C und B gibt es ja keinen Zwischenton, also C zu B. Und wenn wir ein B jetzt um einen Halbtonschritt verringern, wird das Ganze B-Flat genannt. Von dem B-Flat gehen wir dann aufs A, zum Ass, zum G, zum Ges, zum F. Und zwischen F und E gibt es keinen Zwischenton, also F zu E. Was also noch interessant ist, zwei Töne können sich einen Bund teilen. Wir haben zum Beispiel hier im 11. Bund auf der E-Seite den Ton S, aber auch den Ton Dis. Wie dieser Ton nun benannt wird, das hängt immer vom harmonischen Kontext ab. Darüber müssen wir uns jetzt aber noch keine Gedanken machen. Das schauen wir uns ganz in Ruhe im nächsten Video an. Da geht es um die Durtonleiter, die Grundlage für so gut wie alles in der Musiktheorie ist. Um jetzt also einen Ton auf der Gitarre zu bestimmen, könnt ihr mit der chromatischen Tonleiter eigentlich jeden Ton ermitteln. Ihr wisst, wie die leeren Saiten heißen. E, A, D, G,
B, E. Damit wir jetzt nicht immer alles abzählen müssen, habe ich noch eine super Übung dafür. Und zwar orientieren wir uns an den Tönen ohne Vorzeichen. A, B, C, D, E, F, G. Und suchen uns jetzt innerhalb der ersten Oktave auf jeder Seite dem entsprechenden Ton raus. Fangen wir mal mit dem Ton E an. Zuerst haben wir die offene E-Seite. Auf der A-Seite ist das E im siebten Bund. Dann im zweiten Bund auf der D-Seite. Neunter Bund G-Seite. Fünfter Bund B-Seite. Und wieder die offene E-Seite. Wenn wir uns so Ton für Ton einprägen, fällt es uns viel, viel einfacher, auf der Gitarre zurechtzufinden. Und wir müssen nicht immer jeden Ton abzählen. Diese Übung kann schon ein paar Wochen in Anspruch nehmen. Fangt am besten mit dem E an. In der ersten Woche, in der zweiten Woche kommt der Ton A dazu. Dann der Ton D, G, B und zum Schluss machen wir noch C und F. Wie die Übung dann am Ende aussehen soll, zeige ich euch jetzt. Übrigens findet ihr zu allem, was wir heute besprochen haben, die Noten und Tabs auf meiner Patreon-Seite. Also checkt das mal aus. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Ich hoffe, ihr konntet etwas dazulernen, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, wenn es um die Dur-Tonleiter geht. Ciao!